Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank. Bitte, danke, bitte. Danke sehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank. Ich teile Ihre Begeisterung, aber es ist tatsächlich noch nichts passiert. Ich freue mich wirklich. Dieser Abend steht unter dem Motto Halt mal Schatz und es geht inhaltlich um Kinder, wie man sie bekommt, behält und wieder los wird. Das ist ja auch wichtig. Und ja, ich habe mich durch die Installation zweier Söhne in den Zustand allgemeiner Sachkenntnis erhoben. Halt mal Schatz heißt es übrigens deswegen, weil das da der erste Satz des soeben gewordenen Vaters ist, wenn er die Frucht seiner hakeligen sexuellen Bemühungen in die Arme gelegt bekommt, dann sagt er, toll, halt mal Schatz. Und deswegen, es ist also mehr aus der Perspektive des Vaters heraus entworfen, sagen wir mal, und der Einschlag meiner Kinder in meiner Familie war ein derart seismisches Erlebnis für mich, dass mich das ins Protokoll trieb. Also, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Das ist nichts Besonderes heute, schreibt jeder ein Buch darüber und ich nehme das auch nur so schamlos mit, weil es längst vergriffen ist. Sie können es auch für kein Geld und gute Worte mehr bekommen, deswegen habe ich es dabei. Also, dieses Buch, und das Buch ragt turmhoch aus dem Gebäude deutschsprachiger Literatur heraus. Ja, weil es, und da bin ich besonders stolz drauf, abwaschbar war. Das fand ich ganz wichtig. Ja. Und also, ich meine, überlegen Sie mal, es war natürlich ein großartiges Geschenk für junge Mütter, sag mal. Und in der Gegenwart von jungen Müttern wird ständig gepisst, gekackt, gekotzt, dass es eine Art hat, es brennt alles an, es kocht alles über. Da ist so ein Buch ruckzuck ruiniert. Jetzt liebe ich Bücher. Und ich mag Frauen. Also quasi in dieser Reihenfolge. Und Frauen, ja, Frauen sind schon sehr lange abwaschbar. Ich weiß nicht, ob Sie schon gemerkt haben, aber das hatte sich wirklich weitergebracht. Da habe ich gedacht, machst du mal ein abwaschbares Buch. Und das ist der Kracher. Wirklich, ein Esslöffel Brokkoli-Kartoffel da drauf. Das frisst sich ja normalerweise durch Eichendielen. Hier, nasser Lappen wie neu. Ein Hammer. Also, ich gehe chronologisch vor. Ich setze bei Ihnen voraus, dass Sie wissen, dass man Kinder nicht wie vieles andere aus dem Internet herunterlädt, sondern dass man ergebnisorientierten Sex braucht. Sex, ich sehe einige fragende Gesichter, Sie können sich das gleich erklären lassen, was das nochmal war. Ich setze das voraus. Ich beginne ganz vorne mit der Manifestation des Kindes im Hier und Jetzt. Das nennt der Fachmann Geburt. Ich bin ja Gaukler, also Angehöriger des fahrenden Volkes. Das bedeutet, dass ich des Öfteren bisweilen nicht zu Hause bin. Auch wenn man nur 3 Tage weg war, können sich in der Zwischenzeit Veränderungen von geradezu nicht abzusehender Tragweite ergeben haben, wie mir Söben in letzter Konsequenz sternend klar wurde. Ich stand nach längerer Abwesenheit wieder daheim, noch bepackt wie ein Esel in der Tür und fand die einzige, also meine Gattin, sprühklaren Auges, geradezu aufreizend lächelnd und irgendwie abgerundet, also an den Kanten vor. Draußen dieselte das Taxi von hin. Ich fasste sie scharf ins Auge, also ich nur übertragen, nicht wirklich, das tut ja weh. Also ich fasste sie scharf ins Auge und inquisierte, Weib, was ist passiert? Ich bin schwanger, antwortete sie. Was ist in dich gefahren? Sagt, na du natürlich, ja, Herrgott, nochmal, nu, lautete meine präzise Frage. Hausgeburt war Ihre nicht minder präzise Antwort. Nun ist der Begriff Hausgeburt ein wenig missverständlich. Ich darf die geschätzte Hörerschaft insoweit aufklären, als dass tatsächlich ein Kind dabei herauskommt. Es ist unmöglich, durch eine Hausgeburt Wohnraum zu schaffen. Ja, er wird dadurch sogar eher knapp. Die Hausgeburt hat man sicherlich einiges für sich. Als alter Westernfilmliebhaber schätze ich sie über die Maßen, weil man als Vater mitten in der Nacht Whisky mit ungewaschenen Freunden trinken, auf einer sehr großen Zigarre herumkauen und das Personal mit dem unsterblichen Satz bringt heißes Wasser und frische Tücher ungestraft herumscheuchen darf. Bringt heißes Wasser und frische Tücher. Das klingt so wunderbar archaisch. Ich machte mir im Kopf eine Notiz. Das musste an richtiger Stelle verstreht sich unbedingt in den Hausflur unseres Mietshauses gerufen werden. Hoffentlich kam der Kleine in der Nacht. Dann hatten alle was davon. Ich war vergnügt. Auch die Liste dringend benötigter Zutaten zu einer Hausgeburt ist erfreulich kurz. Wirklich notwendig sind nur etwa 6 Quadratmeter Malerfolie und eine Gummiflitsche. Dinge also, die sich in jedem Haushalt finden lassen. Aber auch wenn der Werkzeugkasten noch so gut bestückt ist und das Selbstvertrauen des Heimwerkers keinerlei Grenzen mehr findet, sollte man sich doch zum Behufe einer Hausgeburt fachlichen Beistands versichern. Auch wir taten so und wandten uns dieserhalb an eine Hebamme. Eine Hebamme ist nicht nur ein herrlicher Imperativ, sondern auch eine kundige Frau, die in allen Techniken des Hebens und Ammens unterwiesen ist
Und diese weise Frau schenkte uns also gleich aus dem Schatzkästlein internationaler Hebammenweisheiten den folgenden Rat. Geht hin und besucht einen Geburtsvorbereitungskurs. Wenn ich auch nur in Ansätzen geahnt hätte, was da auf uns zukam, hätte ich nicht so leichtfertig Ja gesagt. Zu allem nicht. Ein zunftgemäßer Geburtsvorbereitungskurs findet in einem sogenannten Hebammenzentrum statt. Offenbar werden Hebammen auf offener Straße angefeindet und können nur in einem Hebammenzentrum ungestört der Arbeit des Hebens, Reißens und Stoßens nachgehen. Die Gruppe wurde seitens der Erzobersupremchef-Hebamme angewiesen, im Schneidersitz auf dem Boden Platz zu nehmen, anders wäre es auch infolge vollkommener Mobiliarabsenz gar nicht möglich gewesen, einen Tennisball zu nehmen und diesen unter Absingen des eigenen Vornamens dem Gegenüber zuzurollen. Hatte ich angedeutet, dass ich Abitur habe? Die ersten Schwierigkeiten tauchten auf, da bei einigen Teilnehmern die Erinnerung an den eigenen Vornamen unter der Last der Situation bereits deutlich getrübt schien. Doch das beherzte Eintreten der Gefährtinnen, die lange nicht so bedrückt schienen wie ihre Männchen, rettete die Situation. Mir gegenüber saß ein Klaus, dann kam ein Gerhard, dann kam ich, also ich eben und dann ein Martin oder sowas in der Richtung. Nach diesen Präliminarien setzte die Erzobersupremchef-Hebamme an, uns in die wesentlichen Techniken der Geburtsdurchführung einzuweihen, welche bei folgsamer Beachtung das Geschäft des Gebärens für die Schwangere zum reinen Vergnügen destillieren sollten. Das Wichtigste, so die Championatshebamme, sei es für die Schwangere unter der Geburt, man sagt unter der Geburt, wie unter der Woche, aber nicht wie zwischen den Jahren, denn zwischen den Jahren ist nichts, ganz anders als unter der Geburt. Also nochmal, das Wichtigste für die Kreisende sei es, zu atmen. So, Meine Aufmerksamkeit, bis eben noch fast schmerzhaft gespannt, ließ etwas nach. Wir atmen regelmäßig und das seit Jahren. Oft auch auf nüchternen Magen, schon vor dem Frühstück. Ich habe irgendwo gelesen, dass es sogar lebensverlängernd wirken soll, ähnlich wie Sport. Auch hatte ich mich vor der Eheschließung davon überzeugt, dass meine Gattin ein aerobes Lebewesen ist und der Lungenatmung anhängt. Nicht, dass ich etwas gegen Tracheen habe. Allerdings finde ich Atemlöcher in Ellenbogen und Kniegelenken, wie wir sie von Insekten her kennen, gerade bei Frauen jüngeren Alters wenig kleidsam. Auch die Vorstellung, sich beim Niesen die Hand vors Knie zu halten, scheint mir ein wenig grotesk. Meine Gattin atmet klassisch durch Mund und Nase und das mit Erfolg. Ich war beruhigt. Wir gucken schon was. Doch jene zarte Überheblichkeit, die sich bei der Nennung dieser Geburtstechnik in mir wohnlich einrichtete, verflüchtete sich also gleich, als die Mutterheberin auf jene zentrale, ja grundsätzliche Verhaltensweise zu sprechen kam, mit der dem geburtsimmanenten Wehenschmerz wirkungsvoll die Stirn geboten werden könne, zum beiderseitigen Frommen von Mutter und Kind. Der Vater war hier mit Absicht nicht erwähnt worden, was mir allerdings erst aufging, als es schon zu spät war. Viel zu spät. Die Rede ist hier vom Wehensingen, einer Technik, die ihren Ursprung wohl in der Wahlpädiatrie hat und nahezu unverändert auf uns kam. Meine Liebe zu diesen größten Säugetieren unseres Planeten schmolz wie ein Schnuller auf einer heißen Herdplatte. Das Wesen der Wehe zu verstehen, ist die Voraussetzung für erfolgreiches Singen. Ein Satz, den auch Anneliese Rothenberger nicht schöner hätte formulieren können. Die Wehe also kommt einer Welle gleich des Wegs, meist aus Richtung der Mutter, erreicht ihren Zenit, wirft eine Mark ins Fernrohr, fällt ab und entschwindet. Ist hier ganz einfach. Nun soll der werdende Vater, wie auch die seiende Mutter, dieser Wehe kraftvoll ein Vokal entgegensingen. Das läutete mir sofort ein, denn wer je versucht hat, kraftvoll einen Konsonanten zu singen, weiß, dass das nicht geht. Ja, bitte, versuch das mal mit einem K oder so. Das geht überhaupt nicht. Nun hält unsere Muttersprache ja allerlei Vokale für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke bereit. Für die, die sich jetzt nicht erinnern mögen, seien sie mal ganz kurz gelistet. A, E, I, O und U. Grundüberzeugung der Exegeten des Wehensingens ist es, dass ein physiologischer Zusammenhang zwischen dem weiblichen Oben
also dem Munde und dem weiblichen unten, also dem Kindsausgang besteht. Erinnern wir uns. Ein Vokal soll gesungen werden, wobei während des Singens die äußere Gestalt des Mundes, jener Theorie gemäß, die der Kindspforte bedingt. Singt man also etwa ein I, wird es ein langes und flaches Kind, da der Mund ja einen fast waagerechten Schlitz bildet. Will man sein Kind nicht nach der Geburt unter der Tür durchschieben, um es der wahren Verwandtschaft zu präsentieren, ist vom I abzuraten. Ich sprach zu der Gefährtin, liebes, lass uns ein O singen. Das O ist ein guter Vokal. Nun kann man sich vielleicht vorstellen, dass das Singen eines Vokals durchaus geübt werden muss. Zumindest dann, wenn die anwesende Klientel Tennisbälle benötigt, um sich die jeweiligen Vornamen zu merken. Zum Singen sollten wir nun in den sogenannten lockeren Stütz gehen. Lockerer Stütz! Wenn was schon so, wir haben eine wunderbare Muttersprache, finde ich, und die sagt im Geräusch schon so viel über das beschriebene Ding aus. Nehmen wir mal ein Wort wie Wurst, Wurst, Wurst. Wenn man dieses, können Sie gleich mal probieren, wenn Sie dieses Wort Wurst jetzt 10-mal direkt hintereinander sprechen, sodass es sich jeden Inhaltes entschlägt und pures Geräusch wird, in dem Moment geht Ihnen mit schmerzhafter Klarheit auf, dass etwas, das so heißt, nicht schmecken kann. Und lockerer Stütz und Eleganz, die kennen sich überhaupt nicht. Die sind sich noch nie begegnet. Der lockere Stütz ist eine extrem demütigende Körperhaltung, in der die sonst so augenfälligen Vorteile viriler Körperarchitektur aber auch gar nicht mehr zum Tragen kommen wollen. Es handelt sich hierbei um einen halb aufrechten Stand, der Steiß weist zum Erdmittelpunkt, die Füße sind leicht gespreizt, man federt ein wenig in den Knien, das Gesicht, das ist ganz wichtig, nimmt den Ausdruck finaler Blödigkeit an. Also, während wir den fast hämischen Einflüsterungen der professionellen Geburtsdurchführerin Folge leisten, unseren Beckenboden loslassen sollten. Nun, wie soll ich bitte was loslassen, was ich im Leben vorher noch nie angefasst habe? Mein Beckenboden war bereits verlegt, als ich eingezogen bin. Aber ich versuchte getreu den Ammenweisungen locker zu werden, ließ alles Bodenähnliche los und bot im Kreise der Mitväter einen erstaunlich jämmerlichen Anblick. Man möchte es vor seinem geistigen Auge wahrlich nicht erstehen lassen, doch die Chronistenpflicht gebietet. 6 Erwachsene, oder sagen wir mal, ausgewachsene Männer, stehen kniefedernd im Kreis. In der verzweifelten Hoffnung, kein Freund oder gar Arbeitgeber möge durch die Fenster in den Raum schauen und sie mit losgelassenem Beckenboden, mit in Kniehöhe baumelndem Rektum, in lappenden Socken auf Gymnastikmatten stehend und wie ein Chor verwirrter Halsschnucken Vokale blökend erkennen. Das Risiko, nie wieder gut zu machen, gesellschaftlichen Schaden zu erleiden, mal mit Händen zu greifen. Allein die Sache wollt's. Übrigens büßen auch Vokale ihre klangliche Schönheit innerhalb weniger Sekunden zur Gänze ein, werden sie glasigen Blicks von Männern an die Decke eines Geburtsvorbereitungsraumes gemut. Mit dem Klang meines O's allerdings war ich zufrieden. Satt in der Intonation, über Gebühr lang anhaltend, fein moduliert, alles in allem ein befriedigender Vortrag, der in einem ansprechenden Ritardando selbstbewusst ausklang. Ich fühlte mich recht sicher und dem Kommenden nunmehr durchaus gewachsen. In der Nacht der Geburt allerdings ging mir in geradezu schmerzhafter Klarheit auf, dass man mir wie so oft wieder einmal nur die Hälfte mitgeteilt hat. Ich siedle in einer Familie, in der man mir ausschließlich nur die Hälfte mitteilt, wobei man mir nie sagt, welche Hälfte man mir gerade mitgeteilt hat. Ich wusste beispielsweise, dass meine Frau ein Kind bekommen würde, für eine verschleppte Blähung war sie einfach so dick hinterher, aber ich wusste nicht, dass dieses Kind anschließend auch bei mir wohnen würde. Und zwar ausdauernd, wie sich zeigt. Natürlich war mir klar, dass ich durch Heirat eine Frau erwürbe. Dass deren Eltern gleich mitgekauft hatte, war mir so transparent nicht. Ich habe also ständig 2 fremde Erwachsene in der Wohnung, die mich duzen. Schön ist was anderes. In diesem Fall war mir verschwiegen worden, dass die gemeine Wehe nicht einfach solitär daherkommt, sondern stets in großen Verbänden, Schulen oder gar Rudeln auftritt. In unserem Fall hatte die Wehengesellschaft offenbar auch noch Freunde und Bekannte eingeladen, mit durch meine Frau zu gehen. Das hatte zur Folge, dass ich in der Nacht der Niederkunft geschlagene 7 Stunden lang alle 3 Minuten für circa 60 Sekunden zu posaunen hatte, so ausdauernd und intensiv, dass ich in Jericho sicherlich großen Sachschaden angerichtet hätte.
Irgendwann hatte ich mich so eingeblökt, dass ich die einzelne Wehe gar nicht mehr abwartete, sondern einfach durch. Irgendeine würde ich sicher treffen, die können die Richtung gar nicht ändern. Selbst meine Gattin erwachte schlussendlich aus der Trance, in die sie jede Gebärmutterkontraktion geschickt hatte, und sprach: Nur halt doch mal den Mund, um Himmels Willen. Es geht los, hol das Telefon und ruf die Amme an. Aber nicht nur mit Oh, sondern im ganzen Satz. Etwas indigniert erhob ich mich, das Telefon zu suchen. Dies gestaltete sich schwieriger denn erwartet. Die Feststation fand ich nahezu sofort, was auch ein bisschen im Begriff steckt. Sie ist nämlich im Gegensatz zum schnurfeieren Hörerteil ortsfest. Das allerdings hatte augenscheinlich eine Auszeit genommen, war mit Kumpels unterwegs oder auf Klassenfahrt und wollte sich, obwohl ich es laut bei seinem Namen rief, nicht zeigen. Ich stellte die Wohnung auf den Kopf, grub den Garten um und stieg über den Zaun zu Nachbars, blieb aber ohne Erfolg. In die Wohnung zurückgekehrt fand ich es dann doch, gab die Nummer der Hebamme ein und erhielt ein Ergebnis größer gleich Null. Mit einer kleinen Verzögerung erschloss ich mir, dass Texas Instruments zwar keine Telefone, aber leistungsfähige Taschenrechner herstellen. Und so legte ich auf, indem ich die Off-Taste drückte. Ich fand es dann doch noch neben der Feststation, bewerkstelligte sogar die richtige Nummerneingabe. Unsere Hebamme hob, daher der Name, ab. Ich erklärte in jener selbstbewussten, ruhigen, nahe, souveränen Art, die uns Westmännern so zu eigen ist, die Situation. Und bat sie, wenn nichts anderes anliege, auch im Laufe der Nacht mal vorbeizuschauen. Sie müsse auch gar nicht hereinkommen. Ein aufmunterndes Wort durch den Briefschlitz würde genügen. Ich hätte die Situation vollkommen im Griff. Wenn ich das jetzt hier so lese, dann kommen mir plötzlich ein paar Zweifel an dieser Darstellung, was natürlich auch am zeitlichen Abstand liegen mag. Ich könnte durchaus auch, also wenn man Fantasie hat, könnte man sich vorstellen, also mit genügend Imaginationskraft könnte man auch sich vorstellen, dass ich einfach nur hysterisch, du musst sofort kommen, gerufen. Das wäre schon vorstellbar, wenn man die Zeit hätte. Wie dem auch immer sei, wenige Minuten später landete die Hebamme mit professionell geschwärztem Gesicht im Garten. Das gehört wohl zum Berufsbild, immer zu kommen, sobald man gerufen wird. Sie verschaute ihre umfängliche Ausrüstung bei uns im Flur. Da waren einige ganz absonderliche Instrumente darunter, unter anderem ein sogenannter Gebärhocker. Das ist kein kleines, wutzliges Männchen, was in der Ecke sitzt und die Geburt beobachtet. Nein, ich weiß ja nicht, was Sie hier wissen, sondern es ist eine Art gepolsterter Klobrille, die auch optisch klar macht, wo es gleich durchschlägt. Jedenfalls, und begann sich dann begann sie sich im Geburtszimmer häuslich einzurichten, was mich wiederum im Stillen die Frage stellen ließ, ob sie wohl gleich bis zum zweiten Kind bleiben wolle. Die Ertragslage auf dem Ammenmarkt ist mir so transparent nicht. Vielleicht muss man jede sich bietende Gelegenheit beim Schopfe packen. Ein schönes Bild in dem Zusammenhang. Jedenfalls, irgendwie gab meine Anwesenheit gepaart mit meiner professionellen Einschätzung der Lage sowie deren souveräne Handhabung durch mich, meiner Gattin, plötzlich Sicherheit, und offensichtlich störte sie auch die Anwesenheit der Hebamme nicht. Jedenfalls, bald war der Zustand allgemeiner Unumkehrbarkeit erreicht und ich konnte bereits das schwarze Schöpflein meines Söhnchens erkennen. Ich meinte gar seine Ausrüstung, das Helmchen, die Grubenlampe und den Reiseführer raus aus Mamas Bauch in 3 Schritten erkennen zu können. Ich gackerte außer mir vor Freude und unterhielt die beiden Damen mit einer gelungenen Charade, in der ich in lockerer Folge einige afrikanische und australische Laufvögel, verschiedenste Kriechtiere, einen baskischen Briefträger, eine Leitplanke an der 7, einen Waschvollautomaten und eine lecke Wasserleitung täuschend echt imitierte. In diesem Moment allergrößter Anspannung sprach die Amme zu mir die Worte: Hör endlich mit dem Gehüpfe auf und mach Kaffee. Jetzt gestattete ich mir dann doch einen Moment allgemeinen Nervenversagens. Was? Kaffee? Jetzt? Ach, die Damen brauchen wohl mal eine Pause. Was? Das soll sonst was sein? Plunderteilchen? Bisschen Vanilleeis mit heißen Kirschen oder was? Meine Stimme hatte ein wenig ihres sonoren Charmes eingebüßt und überschlug sich bereits ab Kaffee. Aber dann dachte ich, dass das ja vielleicht die im Sudan zurzeit gängige Methode ist, und bevor die weise Frau jetzt in jeder Zimmerecke Kräuterfeuer in Gang setzt, Knöchelchen wirft, die Gattin mit einer Rassel umtanzt, Details aus den Innereien verschiedener Fische liest oder gar Nadeln in kleine Tonpüppchen steckt und ich dann nicht mehr schmerzfrei schlafen kann, dachte ich bei mir, geh mal in die Küche und tu wie dir geheißen. Und also tat ich. Um mich aber wenigstens aus der Distanz mit der Gefährtin zu solidarisieren, machte ich natürlich gepressten Kaffee.
Es sind die Details, die eine Beziehung am Leben erhalten, nicht die Nerzmäntel, meins. Ich arrangierte alle Zutaten, wie Tassen, Untertassen, Zuckertiegelchen, Löffel, ein Kännchen Milch, die Morgenzeitung, ein VW-Wäschen mit Nelke und die Designer-Kaffeekanne allerliebst auf dem Tablett und trug's zurück in das Geburtszimmer. Die weise Frau unterbrach mit einem Lächeln auf dem Gesicht ihr Geschäft des Hebens und Anfeuerns. Die Gefährtin sank erschöpft in die Kissen. Und nun geschah etwas, was mich dann doch den Rest Zurückhaltung und Contenance kostete, der mich bis dato in der Zivilisation verankert hatte. Die weise Frau nahm die Kanne mit meinem gepressten Spezialkaffee, ergriff eine herumliegende Fließwindel, goss eine kräftige Portion des koffeinhaltigen Heißgetränks darüber und drückte den so imprägnierten Hygieneartikel meiner Gattin direkt auf das Zentrum ihres Bemühens. Das muss für meinen Sohn so ein Erlebnis gewesen sein. Nun machte ich aber aus meiner Einschätzung des Geisteszustandes unserer schamanischen Helferin keinerlei Hehl mehr. Ja, ich verschickte mich sogar so weit für ihre künftige Unterbringung in behüteter Umgebung, Standtapete und höchst selbst Sorge tragen zu wollen. Doch jene kundige Frau, die wohl schon ganz anderen Reaktionen derer, denen sie zur Hand oder sonst wohin ging, erlebt hatte, wartete geduldig, bis sie von der Wohnzimmerlampe wieder herabgestiegen war. Und erläuterte mir nun in einfachen Sätzen, dass die Wärme in der Windel das Gewebe lockere und das Koffein die Durchblutung dieser momentan stark trapazierten Areale ankurbele. Das leuchtete ein. Selbst mir. Und ich genoss einen Moment echter Erleichterung, weil ich nicht wie sonst eigentlich immer einen guten Schuss Asbach an den Kaffee getan habe. Bisweilen braucht es halt ein Quäntchen Glück. Und wirklich, es kam ein derartiger Schwung in die Veranstaltung, dass ich schon nach wenigen gewaltigen Presswehen, während derer ich auf Geheiß der Gefährtin und ihrer Komplizin das so weit als möglich unterdrückte, meinen Sohn endlich in den Armen hielt. Er war ein wenig glitschig und ich hatte mit ihm das Erlebnis, welches man vielleicht vom Duschen her kennt, wenn man versucht, ein schaumiges Stück Seife festzuhalten. Er kam mir immer wieder aus, konnte aber Gott sei Dank nicht weit fallen, da er noch an der Nabelschnur hing. Mutter Natur denkt einfach an alles. Dann trennte ich, ohne mich um das Sepsisgeheule der Arme zu kümmern, das Nabelkabel mit einem Bolzenschneider, den ich als umsichtiger Heimwerker bei Zeiten bereitgelegt hatte. Ich war überglücklich und auch die Gefährtin lächelte beseelt aus den Kissen. Ich sorgte dafür, dass Mutter und Kind sanft gebettet und wohl versorgt waren, stopfte danach den Nachzügler, also den Placebo, in eine 2001-Tüte und vergrub ihn im Garten unter einem Apfelbaum. So hatte ich das vor. Dummerweise stellte sich kurz nach der Eintütung des Nachzüglers ein nahezu raubtierhaftes Verlangen nach einer oder mehreren Zigaretten sowie nach Schaumwein in unbotmäßiger Menge ein. Sehnsüchte, vor denen sich die Hebamme ebenfalls unsanft gebeutelt fühlte. So gaben wir ihnen nach und vergaßen die Tüte auf dem Absatz jener Treppe, die in den Garten führte. Und es war ein warmer Mai. Glücklicherweise gelang es mir dann doch noch, nach 3 Tagen die Tüte unter dem Apfelbaum zu vergraben. Das war knapp. Wäre auch nur noch ein weiterer Tag verstrichen, hätte ich den Inhalt wohl wie meinen Sohn auf dem Einwohnermeldeamt eintragen lassen müssen. Zeigte auch inzwischen unverhohlen Anzeichen erster Vitalität. Mein Sohn bekam dann noch ein Geschwisterchen, noch 3 Jahre später noch auf klassischem Wege. Aber soweit sind wir noch nicht. Herzlichen Dank bis hierhin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke sehr. Als das Kind dann da war, habe ich mich natürlich, gefreut. Ja, also im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber nach wenigen Minuten stand da noch eine sehr musikalische Frage im Raum, nämlich die Frage, wohin damit? Ich hatte nachmittags auch noch einen Termin, deswegen habe ich erstmal die Universitäten des Landes angerufen und gefragt, ob die Interesse an einer Ganzkörperbetreuung meines Kindes hätten. Hatten die nicht. Da war auch mit ausgeklügelten Messverfahren kein Interesse nachweisbar. Ein unglaublich eingebildetes Pack, dann habe ich die. Ist der Weckruf für die erste Reihe. Wird schon wieder rumgebleiert. Hier vorne bei der Onkel ist die Musik. Immer schön herschauen. So ist recht. Also, dann habe ich die sogenannten
höheren Schulen antelefoniert, die ja auch alle ebenerdig angelegt sind. Auch da war kein Interesse spürbar. Dann hat man mir mitgeteilt, dass es so etwas wie Kindergärten gäbe. Da muss man allerdings entweder 3 oder 18 Jahre alt sein, je nachdem, auf welcher Seite des Tresens man da Verwendung finden möchte. Keine der Voraussetzungen erfüllte der Köttl zu der Zeit. Und dann hat mir irgendeiner dieser fleischgewordenen Mitesser, die mich satellitengleich umkreisen, also einer der sogenannten Freunde, gesagt, dass es so etwas wie Krabbelgruppen gäbe. Sie merken, mein Phonotationsapparat weigert sich, das Wort Krabbelgruppe auszusprechen. Das liegt an der Veranstaltung. Wie muss man sich eine herkömmliche Krabbelgruppe vorstellen? Die klassische Krabbelgruppe sieht ungefähr so aus, dass 6, 7 Erwachsene auf allen Vieren sind und 3 Säuglinge stehen drumherum und fragen sie, was läuft hier eigentlich für ein Film? Was geht denn hier ab? Das ist eine absolut indiskutable Veranstaltung. Zumindest, wenn man mehr als 5 Gramm Hirnabtropfgewicht an eigen nimmt. Dazu zähle ich mich. Die Fußbodenleiste als Horizont, die Steckdose als Kosmos, kann auf die Dauer nur die wenigsten befriedigen. Und wen das befriedigt, mit dem möchte ich keinen Umgang haben. Aber ich habe dann doch einen Gutteil meiner Zeit auf allen Vieren zugebracht. Aber irgendwann dann einmal ging meiner Gattin eine besonders scharfe Brise durchs Oberstübchen. Und wir wissen ja, dass der Wind nur da richtig wehen kann, wo auch viel Platz ist. Das ist Physik. Da macht man die, oder erscheint man präpariert. Und dann hub sie an, überliefert zu sprechen und sagte, Ahmad, wie wär denn, wenn Mama bei Waldorfs krabbeln würde. Habe ich meiner ruhigen westfälischen Art geantwortet. So weit bist du von Sinnen? Soll ich jetzt mit Motek direkt einen Winkel aus der Bude kloppen oder was? Ein Leben in Pastellfarben macht mich aggressiv. Aber ich habe es ja auch schon wieder gesehen, sind ja auch heute etliche Damen hier, die bereits im Hafen der Ehe in Sichtweite der Mole gesunken sind. Die wissen ja, dass sich der deutsche Mann nie länger als 11 Sekunden erregt. Und das ist auch gar kein Drama, weil alle Tätigkeiten, die männliche Erregung voraussetzen, innerhalb von 11 Sekunden zu erledigen sind. Machen sich keine Vorwürfe. Nach diesen 11 Sekunden fällt die männliche Erregung zusammen wie ein Soufflé, das man zu früh aus dem Ofen genommen hat. Und wenn Sie genau hinhören, können Sie auch das Geräusch hören, was dabei entsteht. Wirklich, ich mache nämlich immer, müssen wir darauf achten. Wirklich. Wenn er sich postkoital ermattet, die Zigarette anzündet, so ist das. So war das natürlich auch bei mir. Nach dieser eierspeisgleichen Emotionsimplosion wird der deutsche Mann samten, sehr, sehr samten. Und so ich auch natürlich. Und das sieht ungefähr so aus. Na gut. Ich gehe da mal und nimm den Müll mit, sagt sie immer. Nimm den Müll mit. Immer ihr letztes Wort. Guten Nacht, Schatz, nimm den Müll mit. Ich gehe inzwischen gar nicht mehr aus dem Haus, ohne eine Tüte Müll am langen Arm. Wirklich wahr. Auch wenn ich nur nach der Post sehe, ich habe immer den Müll dabei. Das ist nicht einfach. Ich bin ja viel unterwegs, verstehen Sie? Und immer der Müll auch in der Garderobe ist auch für die Kollegen natürlich nicht... Müll verhält sich ganz anders als, sagen wir mal, zum Beispiel Wein. Ja, Wein wird ja deutlich besser, wenn er altert. Müll wird allenfalls vitaler. Sehen Sie? Das ist jetzt nur natürlich gutes Zureden, überhaupt in der Tüte zu behalten. Auf der anderen Seite sind wir jetzt schon so lange zusammen unterwegs, da kommt man sich natürlich näher, da wächst zusammen. Das ist jetzt kein schönes Bild, ich weiß das. Aber man entwickelt so einen Tunnelweg, wirklich wahr. Erst letztens, da bin ich nach der Abendveranstaltung in eine Kneipe gegangen und habe so aus der Lameng, man sagt ja, aus der Lameng habe ich gesagt, ein Pilz, ein Wasser, der Müll fährt. Muss man sich vorstellen. Das ist natürlich Quatsch. Das weiß ich selber, dass das Quatsch ist. Auf der anderen Seite sagt meine Frau ja nicht, was ich mit dem Müll machen soll. Sie sagt, nimm ihn mit. Dann nehme ich ihn mit. Jetzt kann man natürlich nicht einfach zu Waldorfs gehen und da krabbeln. Da könnte ja jeder kommen. Nein,
Das ist bei denen wie bei jeder anderen anständigen Sekte auch. Man muss erstmal einen Initiationsritus über sich ergehen lassen. Keine Sorge, es tut nicht weh. Es wird einem nicht die Vorhaut abgeschnitten, getrocknet, wie Zwiebelringe auf der Kordel gezogen, sondern, ja, es tut wirklich nicht weh. Man muss nur Elternabende besuchen. Haben Sie das Pluralanzeigende Schluss-E am Wort Elternabend mitbekommen? Sehr schön. Es sind nämlich 6. In Worten 6, in Zahlen auch 6 Elternabende. Es geht nicht um ein Fernstudium an der Sorbonne oder so. Es geht ums Krauchen, wohlgemerkt. Verstehst du? Aber wenn einer 100.000 eng bedruckte Seiten braucht, um mir mitzuteilen, dass er rechte Winkel scheiße findet, da muss man da schon mal Abstriche machen, wie der Arzt sagt. Jedenfalls fand ich mich, ich freue mich, wenn Sie mitkommen. Wirklich wahr. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich. Jedenfalls fand ich mich eines Abends an einem Gebäude ein, das jeder Idee von Statik Hohn sprach, das sicherlich über 6 Kellergeschosse verfügen musste, um sich überirdisch so zeigen zu können. Dann habe ich einen mundgepunzten, gesäßglasierten Terrakotta-Klingelknopf gedrückt, der im Innenraum das Wehgeschrei eines Jacks auslöste, der offensichtlich gerade mit einer glühenden Drahtschlinge kastriert wurde. Das Klingelsignal, wie mir schien. Und dann wurde mir die Tür von einer 6-schrötigen Dame geöffnet, auf deren Oberarmen ich Tätowierungen vorfand, wie ich sie sonst nur aus Höhlen in Südfrankreich kannte. Da dachte ich so bei mir, jetzt lässt du den Müll mal besser draußen. Das war eine gute Entscheidung gewesen. Wir betraten einen Raum, welcher in gedeckten Herbstfarben und Erdtönen gehalten war, ungesund winziges Mobiliar enthielt und an den Wänden Bilder ungelenker Machart aufwies, die offensichtlich ohne jedes Talent und das Wissen um Farbe, Form und Perspektive angefertigt worden waren und aus mir völlig unverständlichen Gründen hier ausgestellt wurden. Ob sie unser Mitleid erregen sollten? Wir mussten auf den offensichtlich nicht zum Sitzen hergestellten Stühlen Platz nehmen, was sich unter Hinweis auf einen eben erst erlittenen Bandscheibenprolaps verweigerte. Doch als sich ein Runzeln einer regenschweren Gewitterwolke gleich über die niedrige Stirn der Cro-Magnon-Frau schob, die uns eingelassen hatte, wurde ich kaltschweißig und zwängte meine Glieder in ein Sesselchen, das wohl zum letzten Male während der peinlichen Befragung einer der Hexerei angeklagten niedersächsischen Melkerinnen im Frühherbst des Jahres 1452 Verwendung gefunden hatte. Zugleich registrierte ich, wie die vor dem erwähnte Bandscheibe ganz aus meiner Wirbelsäule heraussprang, mit dem leicht scheppernden Geräusch zu Boden fiel, dort einer Münze gleich etwas herumeierte und endlich unter einem Bonsai-Kleiderschrank, unerreichbar für jeden über 1 Meter Leibeshöhe, zu liegen kam. Das Weib aus der Frühgeschichte der Menschheit, welches uns eingelassen hatte, verließ zur allgemeinen Erleichterung den Raum. Und alsbald war die Ahnung einer Unterhaltung zu vernehmen, die übrigens immer nach dem gleichen Strickmuster abläuft. Strickmuster ist ein sehr schönes Stichwort in dem Zusammenhang. Da kommt der eben schon mal zitierte Vaterentwurf auf einen zugestoffelt und eröffnet die Unterhaltung mit einem Hallo, ich bin der Jost. Schafft also in Sekunden ein Klima, in dem sich sonst nur noch ein Malte wirklich wohlfühlt. Dann gibt er einer Probe seiner blitzartigen Auffassungsgabe, indem er sagt, na, auch hier. Es ist zumindest sachlich richtig, das kann man so stehen lassen. Und das Ganze gipfelt dann in der Frage, und, machst du so? Da habe ich gesagt, Kinder, du Arschloch, deswegen bin ich hier. Das Gespräch war vom Tisch. Erneut öffnete sich die Tür und jene Dame, welche die Leitung unserer Gruppe übernehmen sollte, trat ein. Sie war offensichtlich Kindergärtnerin. Nicht, dass sie Baumschere, Vertikutierer oder einen Spaten dabei gehabt hätte. Nein, ihr war einfach das schiere Unbehagen, welches sie im Kreise Erwachsener empfand, deutlich anzumerken. Nachdem sie sich mit der Gelenkigkeit der trainierten und skelettmäßig vollständigen in einen Zwergensitz gefaltet hatte und uns im Namen ihrer Mitarbeiter, des durch Drogenmissbrauch völlig verstörten Architekten der Örtlichkeit, des ätherischen Gründers der Bewegung und im Namen des einen begrüßt hatte, machte sie den verhängnisvollen Vorschlag, etwas zu basteln.
Ich habe nichts gegen das Basteln. Zumindest nichts Wirksames. Nein, ich habe nichts gegen das Basteln, solange es ausschließlich in der Weihnachtszeit stattfindet und solange es das ohne mich tut. Aber ich hatte bis zum Ellenbogen ins Klo gegriffen, denn die Dame erhob sich und kehrte mit einem Körbchen an den Tisch zurück. Dann hub sie an, wie folgt zu sprechen. Hier nun habe ich ein Körbchen Märchenwolle. Und nun wollen wir alle etwas zupfen. Das verstörte mich erheblich. Nicht nur, dass in meinem Bekanntenkreis gerade von männlichen Mitgliedern der Begriff Zupfen nicht selten zur Beschreibung des Vorgangs herangezogen wird, der die Ventilation sexuell motivierter Überdruckgefühle in Eigenarbeit zum Inhalt hat. Nein, und das auch noch in der Gruppe. Also ich weiß nicht. Ich konnte und wollte mir das nicht vorstellen. Und was Märchenwolle ist und was sie dabei wohl für Aufgaben übernehmen sollte, das wollte ich erst recht nicht wissen. Doch meine anfänglichen Befürchtungen verflüchtigten sich wenigstens zum Teil, als man mir mitteilte, ich hätte aus einem Knäuel Grimmscher Wolle einen Vogel zu zupfen. Ja, geht denn das? Wollte ich wissen. Und als die Kindergärtnerin mir darauf stolz die Früchte früherer Bemühungen um dasselbe Thema zeigte, wusste ich, dass es nicht geht. Aber ich ließ mir nichts anmerken und zerriss die mir zugeteilte Portion Andersenwolle in mikroskopisch kleine Teile und schob diese in die Mitte des Tisches mit der Mitteilung, dass es sich hierbei um einen Schwarm von sogenannten Bechstein-Kolibris handele, einer der kleinsten und in den Hochtälern der Anden anzutreffende Unterart des gemeinen GmbH und Kolibri. Dann griff ich, nicht ohne die Verwunderung in den Augen der professionellen wie der amateurhaften Kinderbetreuer registriert zu haben, erneut in den Korb, packte einen großen Klumpen Haufscharwolle und teilte der erregt zupfenden Runde mit, dass ich jetzt einen Verrechnungscheck zupfen wolle, anschließend ein UN-Gebäude, ein Weberaufstand und ein Sonderangebot. Danach würde ich eine Schutzimpfung, einen Wanderführer und eine Bohnensuppe zupfen und, wenn da noch Zeit bliebe, vielleicht einen Rhetorikkurs, obwohl man dafür recht viel Wolle brauche. Dann, dann bin ich gegangen, nicht ohne einen Gutzupf in die Runde zu werfen. Zu Hause fragte mich meine Frau durch die Wohnzimmertür, und was habt ihr gemacht? Vögel gezupft, gab ich zurück. Tierquäler, rief sie, und ich sagte ihr, dass ich so viel geschafft, also gezupft hätte, dass unser Sohn nicht auch noch hin müsse. Sie hat das verstanden und ist dann schlafen gegangen. Und ich habe noch ein wenig nach ihrem Strickbeutel gesucht, weil mir dann doch noch die Idee gekommen ist, wie man vielleicht eine Amsel ganz passabel hingezupft bekommt. Oder vielleicht ein Zupfhuhn, die Gattin eines Zapfhahns. Auch davon an einmal mehr. Gut Zupfersohn, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Dankeschön. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für das Geräusch und nehme es als Zustimmung. Angesichts der fortgeschrittenen Tageszeit gestatten Sie mir, dass ich dieses Hin und Her verkürze. Wir haben alle den Zug zum Getränk und wenn es einen gibt, der es versteht, dann bin ich das. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine kleine Dreingabe soll es dennoch geben. Ich sage mal, bevor meine Kinder mein Privatleben beendeten, war ich ein Mensch von ständig wechselnden Stimmungen und Launen. Und das in einer Frequenz und Amplitude, die mich zum Zusammenleben mit Dritten, ja sogar mit Zweiten, im Prinzip völlig untauglich machten. Selbst Topfpflanzen haben es mit mir nicht ausgehalten, obwohl ich mich überhaupt nicht um sie gekümmert habe. Manchmal ist man. Aber seit meine Kinder mich bei sich wohnen lassen, haben sich diese ständig wechselnden Stimmungen und Launen zu einer stabilen, tragfähigen Grundstimmung verschlechtert. Und wieso geht aus dem nun folgenden kleinen Exzerpt transparent und luzid hervor? Das Kleinkind versteht es, wiewohl es nichts versteht, den Tagesablauf herrlich arrhythmisch zu strukturieren, was nur ausgefuchsten Jazzmusikern wirklich gefällt.
Diese haben aber in aller Regel keine Kinder. Das Kind erwacht, herrlich erfrischt, aus traumlosem Schlummer. Es ist 3.15 Uhr. Es hungert. Ihn dürstet nach der milchsatten Brust der Mutter. Es beginnt zu schreien. Das hört der Vater, der den leichten Schlaf des Jägers und Sammlers schläft. Die Gattin sägt derweil den Westerwald auf Kaminholzlänge. Der Vater entsteigt dem schlafwarmen Pfühl, das Kind zu holen, das noch nicht selber laufen kann. Wie kann es Hunger haben, wenn es nichts tut? Und nicht mal laufen. Solche und ähnliche Fragen schlingern dem Vater durch das Schlafgespinst umwobene Hirn, während seine Laune in den Minusbereich durchsackt. Er hebt das Kind aus seinem Nest und will es der Mutter reichen, wird aber von strengen Dünsten umweht, als er die Bettdecke lüftet. Er hält inne und versucht, sich zu besinnen. In aller Regel hat das Kind unter sich gemacht. Er beschließt, es daraufhin zu untersuchen. Sollte sich dann herausstellen, dass wieder erwarten er selbst oder gar die Mutter frische Unterwäsche braucht, kann er das Kind ja wieder zurücklegen. Vielleicht auf den Flur, vor die Nachbarwohnung. Er öffnet die komplizierte Unterleibsverschnürung des Kindes und erblickt Unschönes. Gleichzeitig raubt ihm der aus dieser Region aufsteigende Dunst das Augenlicht. Seine Laune schlägt am physikalisch absoluten Nullpunkt auf und bleibt derangiert liegen. Er entfernt die Gesäßpaste und ölt das Kind großzügig ein. So großzügig, wie sonst nur belgische Kartoffelstäbchen in Fett getaucht werden. Das Kind schwimmt und ist infolge dieser letzten Ölung nur schwer zu fassen. Außerdem bemerkt der Vater, dass große Teile der kindlichen Hinterlassenschaft nicht mit deren Hülle in den dafür bereitstehenden Blecheimer mit fußauslösbarem Klappdeckel entsorgt wurden, sondern als Preis für die unzureichende Beleuchtungssituation an seinen Fingern und am Handrücken klebt. Seine Laune begibt sich kriechend in die für die klassische Physik nicht mehr auslotbaren Gefühle jenseits des absoluten Nullpunkts und darf als nicht irreparabel angesehen werden. Der Vater reinigt sich die Hände an der Schlafanzugjacke und reicht der Mutter das Kind. Die ist aber nach wie vor eine Schlummernde, kann es ihm also nicht abnehmen. Der Vater verliert in völliger Dunkelheit über dem mütterlichen Bett mit seinem Kind in Vorhalte das Gleichgewicht und stürzt das Kind zwanghaft hochhaltend auf die Mutter. Deren Launenborn entlädt sich im Erwachen ruckartig in ein lymphatisches System und über den Vater. Der Vater steht wie ein mit Öl begossener Pudel mit Kacke an der Jacke im stockdunklen Schlafzimmer und hält seine Würdigung durch die Gattin aus. Er versucht, wach zu bleiben. Er hört, wie das Kind andockt und zu saugen beginnt. Er hört, wie die Mutter versucht, es festzuhalten, was wegen des Ölfilms nicht recht gelingen will. Die Mutter legt das Kind auf die Betthälfte des Vaters und gibt ihm auf der Seite liegend die Brust. Also dem Kind, nicht dem Vater. Der Vater schläft im Stehen in der Mitte des Zimmers ein. Er wird am Morgen ohne Gefühl in den Beinen und ohne Laune erwachen. Die Gattin wird eine Laune haben, aber keine gute, weil sie in einem Ölfleck erwacht. Das Kind wird auch erwachen, aber erfrischt und in bester Stimmung. Dieses hier skizzierte familiäre Stimmungsgemälde wird sich bis zum Abitur des Kleinen nur noch in Nuancen, also in Frankreich, ändern. Kann also folgerichtig als fertiggestellt betrachtet und somit gerahmt werden. Herzlichen Dank, nur das Beste.